Ja, ich habe irgendwie ganz schön viele Ordner mittlerweile hier irgendwie, weil jeder Hund und jeder Wurf verursacht Bürokratie. Das fängt an eben mit der Zuchthündin, die verschiedene Gesundheitsuntersuchungen haben muss, wie zum Beispiel den DNA-Testreport. Das ist jetzt etwas, was ich freiwillig mache, weil ich wissen will, wie die genetischen Erbanlagen sind. Dann geht es aber auch weiter von Sachen, die der VDH fordert. Das ist hier zum Beispiel die HD-Röntgenuntersuchung. Die wird beim Arzt zwar gerönt, wird aber dann mit den Röntgenbildern zum VDH geschickt. Und beim VDH gibt es eine unabhängige Stelle, die dann hier unten die HD-Grade einträgt. Und dann gibt es einen sogenannten Fingerprint des Hundes, der ist auch immer ganz wichtig. Anhand dieses Fingerprints kann man nämlich die Babys nachverfolgen, dass man nicht hier so ein Ei ins Kuckucksnest, Kuckuck ins Nest legt. Dann weiter zur Bürokratie, was natürlich auch dazu gehört, sind Ausstellungen, sozusagen Ausstellungen, die man gemacht hat. Und also das ist auch ein Ausstellungsbericht. Und dann kommt irgendwann die Zuchtzulassungsprüfung, die wird gefordert vom VDH, bevor man überhaupt züchten darf. Und da geht ein Richter nochmal richtig irgendwie Formwertbeurteilung und charakterlich sozusagen durch. Also das ist die Formwertbeurteilung, da wird geguckt, ob alle Zähne da sind, ob der Hund gesund ist, ob er eine Einschränkung in der Zucht zum Beispiel hat aus irgendwelchen Gründen, weil die Rute nicht richtig sitzt oder irgendwie eben die Zähne nicht alle da sind. Das wird hier alles notiert und das wird dann auch beim VDH so notiert und wenn man mit einem Rüden paart, wird darauf geachtet, dass das eingehalten wird. Und dann gibt es auch noch mal so einen kleinen mentalen Test, dass der Hund in Ordnung ist, wenn er durch eine Gruppe geht, wenn er angefasst wird, wenn er angebunden wird und so weiter. Das muss man alles machen, bevor man überhaupt anfangen kann zu züchten.